بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, wir wollen heute in der Geschichte in der Lebensgeschichte unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder zurückkehren. Und zwar um ungefähr ein Jahr. Wir hatten ja gesagt gehabt, dass wir die Ereignisse zwischen der Schlacht von Badr und der Schlacht von Uhud aufschieben auf nach der Schlacht oder nach sozusagen, indem wir mit der Schlacht von Uhud fertig sind, weil ich mich da noch ein bisschen insha'Allah auf eine Sache vorbereiten wollte. Wir werden versuchen, heute insha'Allah zwei dieser Ereignisse zu erwähnen und nächste Woche den Rest der Ereignisse insha'Allah, weil da gibt es einige Ereignisse, die wichtig sind und über die man auch sprechen muss, weil sie häufig auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von Islamkritikern vorgeworfen werden. Beginnen wir aber zunächst erst einmal mit einem Ereignis, aus dem wir sehr, sehr viel lernen können, welches sich direkt nach der Schlacht von Badr abgespielt hat. Und zwar, nach der Schlacht von Badr kam es zu einem geheimen Gespräch zwischen zwei Cousins. Der eine hieß Safwan ibn Umayyah. Safwan ibn Umayyah. Wer war Umayyah? Umayyah ibn Khalaf. Wer war Umayyah ibn Khalaf gewesen? Ein großer Feind, der ist wann gestorben? In der Schlacht von Badr. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass der Safwan voller Hass gegenüber dem Islam und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Sein Cousin Umayr ibn Wahb al-Jumhi. Umayr ibn Wahb al-Jumhi. Sie haben sich getroffen, haben sich über die Schlacht vom Badr unterhalten, sich ausgetauscht. In gewisser Weise haben sie auch getrauert. Und jetzt sagt Umayr ibn Wahb zu seinem Cousin Safwan ibn Umayyah: Du hast die Wahrheit gesprochen. Was hat Safwan vorher gesagt gehabt? Wallahi ma fil aishi ba'dahuma khair. Ja, sozusagen, es macht keinen Sinn, ja, nach ihnen zu leben, nachdem mein Vater gestorben ist und die Verwandten gestorben sind, ja, in der Schlacht von Badr macht es keinen Sinn mehr zu leben und es gibt nichts Großes, Gutes im Leben. Und dann meinte Umayr, du hast recht. Und jetzt sagte er etwas, es war einfach nur ein Gedanke gewesen. Wallahi laula daynun alayya la amliku qada'ahu. Bei Allah, hätte ich nicht Schulden, welche ich nicht begleichen kann. وَعَيَالٌ أَخْشَ عَلَيْهِمُ الضَّيَعَةَ بَعْدِي. Und Kinder, bei denen ich mir Sorgen mache, dass sie nach mir ohne einen Vater dastehen und dann dadurch verloren gehen. لَرَكِبْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى أَقْتُلَهُ. Dann würde ich zu Mohammed reiten, bis ich ihn umbringe. فَإِنَّ لِي عِنْدَهُ عِلَّةٌ أَعْتَلُّ بِهَا عَلَيْهِ أَقُولْ قَدِمْتُ مِنْ أَجْلِ إِبْنِي هَذَا الْأَسِيرِ. Ich habe nämlich auch einen Grund. Ich habe nämlich auch einen Grund, weshalb ich zu ihm gehe. Nämlich sein Sohn, der Sohn von Umayr ibn Wahb, er war einer der Gefangenen von Badr gewesen. Und er hätte somit einen Grund gehabt, nach Medina zu reisen, um seinen Sohn freizukaufen. Also es würde nicht auffallen, wenn er plötzlich in Medina ankommt. Jetzt ist mein Akku leer. Und auf jeden Fall machte sich dann Umayr auf den Weg nach Medina, aber er bereitete sich vor. Und zwar nahm er ein Schwert und er hat auf dieses Schwert
dann auch Gift getrieft oder es in Gift hineingetan, damit er dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass wenn er ihn nur berühren sollte oder leicht verletzen sollte, auch wirklich tötet. Und er hat sich das Schwert dann um seinen Hals gehangen und er begab sich nach Medina. In Medina angekommen, saß gerade Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda mit einigen Muslimen zusammen und sie haben sich über die Schlacht vom Badr unterhalten, haben sich über den Sieg Allah subhanahu wa ta'ala unterhalten und dann meinte Umar ibn Khattab, als er Umayr sah, der gerade in Medina ankam, هذا الكلب Umayr ibn Wahb. Das ist der Hund Umayr ibn Wahb. عدو الله. Er ist der Feind Allahs. Wallahi ma ja'a illa lishar. Bei Allah, er ist nur für etwas Böses und für etwas Schlechtes gekommen. فَهُوَ الَّذِي حَرَشَ بَيْنَنَا. Ja, er ist es, der sozusagen diese ganze Fitne, diese ganze Zwietracht zwischen uns gestiftet hat. Und er ging direkt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Ya Nabi Allah, o Gesandter Allahs, هذا عدو الله Umayr ibn Wahb. Das ist der Feind Allahs, Umayr ibn Wahb. Wir haben was vergessen. Und zwar, als Safwan ibn Umayyah, weil ich jetzt durch den Laptop hier durcheinander gekommen bin, als Safwan ibn Umayyah das hörte von Umayr ibn Wahb, hat er was zu ihm gesagt. Haben wir völlig vergessen. Entschuldigt bitte. Und zwar sagte er zu ihm, gar kein Problem, wenn es um deine Schulden geht, Safwan ibn Umayyah ist der Sohn von Umayyah ibn Khalaf, ja, ich werde all deine Schulden begleichen. Wenn es um deine Kinder geht, ich werde sie wie meine eigenen Kinder behandeln. Wenn ich meinen Kindern was kaufe, werde ich auch deinen Kindern etwas kaufen. Aber erledige diese Aufgabe. Geh und töte Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sag dir nicht sallallahu alaihi wa sallam. Ja, sagen wir. Geh und töte Muhammad. Und du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Umayr ibn Wahb hat jetzt keine andere Wahl gehabt. Entweder hat er gelogen, ja, oder es sind einfach nur, wie gesagt, Worte, leere Worte gewesen. Und er hatte wirklich Hass auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehabt. Und er war bereit gewesen, das auch durchzuführen. Er meinte, okay, wenn das so ist, dann werde ich das erledigen. Und er hat dann sein Schwert in Gift gelegt und er begab sich nach Medina. Wichtig ist, Safwan ibn Umayyah, er sagte zu Umayr ibn Wahab oder umgekehrt, sagten sie zueinander, niemand darf davon erfahren. Niemand darf über unser Gespräch in Kenntnis gesetzt werden. Weder unsere Ehefrau noch unsere Kinder noch irgendjemand. Das ist eine Sache zwischen uns beiden. Als sich dann Umayr ibn Wahab auf den Weg gemacht hat, hat Safwan ibn Umayyah die ganze Zeit gewartet gehabt. Und er hat die ganze Zeit den Leuten gesagt in Mekka, bald wird eine gute Nachricht aus Medina kommen. Sie wussten natürlich nicht, was er meinte. Ja, aber er war sich sicher gewesen, diese Aufgabe wird erledigt. Bald werdet ihr eine gute Nachricht erhalten aus Medina. Und jeden Tag fragte er, ob es irgendeine Karawane gibt, ob es irgendeinen Reiter gibt, der auf dem Weg zurück nach Mekka ist, ob Umayr ibn Wahb angekommen ist oder nicht. Und wir werden gleich sehen, was dann daraus geworden ist. Und zwar, der Umar ibn Khattab, er ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte, Ya Nabi Allah, o Gesandter Allahs, hada adu Allah Umayr ibn Wahb. Ja, das ist der Feind Allahs, Umayr ibn Wahb. قَدْ جَاءَ مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ. Er ist gekommen und hat sein Schwert in der Hand. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte ganz ruhig, lass ihn rein, kein Problem, lass ihn rein. Woraufhin Umar ibn Khattab zu Umayr ging und ihn an seinem Gürtel nahm und ihn dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam zog. Und Umar ibn Khattab sagte noch zu einigen Leuten von den Ansar, geht ja, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und lasst den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf keinen Fall allein mit diesem Feind. Weil dieser Feind ist nicht sicher. Und jetzt geht Umar ibn Wahb zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er hat sein Schwert um seinen Hals und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, sagte daraufhin zu Umar ibn Khattab, der ihn immer noch festhielt, lass ihn Umar,
komm näher, oh Umair. Umair ging dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er sagte dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, an'imu sabaha, also guten Morgen. Ja, damals in der Jahiliyyah erkannten sie ja noch nicht, salamu alaikum. Ja, das war ja auch eine Begrüßung unter den Muslimen gewesen, an'imu sabaha. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm sagte, قَدْ أَكْرَمَنَ اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٌ مِنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرِ. Allah, er hat uns einen besseren Gruß gegeben als euer Gruß, O Umair. بِالسَّلَامِ تَحِيَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Mit dem Friedensgruß, dem Gruß der Paradiesgewohner. Woraufhin Umair sagte, أَمَا وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدٍ إِن كُنْتَ biha la hadith wa ahdin. Ja, ja, oh Mohammed, nach dem Motto, ja, das ist jetzt ganz neu, du glaubst, du hast jetzt irgendwie sozusagen das Rad neu erfunden, ja, das ist jetzt eine ganz neue Angelegenheit und interessiert mich auch nicht. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Umair fragte, warum bist du eigentlich gekommen, Umair? Woraufhin er sagte, ich bin gekommen, aufgrund des Gefangenen, der sich in eurer Hand befindet, also meines Sohnes. Und dann fragte der Prophet ihn, und was soll dieses Schwert um deinen Hals? Woraufhin Umair antwortete, قَبَّحَهَا اللَّهُ مِنْ سُيُوفٍ وَهَلْ أَغْنَتْ عَنَّ شَيْئًا. Verdammt sind diese Schwerter. Haben sie uns irgendetwas genutzt in der Schlacht von Badr? Ja, wir haben auch trotz dieser Schwerter verloren. Dann sagte der Prophet zu Umair, أُصْدُقْنِ يَا Umair. Sei ehrlich, Umair. مَا الَّذِي جِئْتَ لَهُ. Warum bist du gekommen? Und dann meinte er, ich bin nur deswegen gekommen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm, بَلْ قَعَدْتَ أَنْتَ وَصَفْوَانْ إِبْنَ أُمَيَّ فِي الْحِجْرِ. Nein, sondern du und Safwan ibn Umayyah haben im Hijr, also vor der Kaaba, gesessen. فَذَكَرْتُمَا أَصْحَابِ الْقَلِيبِ. Und ihr habt über die Leute des Brunnens gesprochen, also die Gefallenen auf der Seite der Quraysh, mit Quraysh. ثُمَّ قُلْت. Und dann hast du gesagt zu Safwan, لَوْلَا دَيْنٌ عَلَيَّ. Hätte ich nicht Schulden gehabt. وَعَيَالٌ عِنْدِي. Und Kinder. لَخَرَجْتُ حَتَّ أَقْتُلَ مُحَمَّدًا. Dann wäre ich hinausgezogen, um Muhammad zu töten. Woraufhin er deine Schulden übernommen hat und ihr versprochen hat, dass er sich um deine Kinder kümmern wird, wenn du getötet werden solltest. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَاللَّهُ حَائِلٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ. Aber Allah, er wird dich davon abhalten. Stell dir mal vor, er geht dorthin, er glaubt, er hat einen guten Plan und dann erzählt ihm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Detail, was er gesagt hat. Er zitiert ihn regelrecht. Was soll Umair in diesem Moment machen? Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Wahrheit anzuerkennen. Und er sagt ihm direkt, nachdem er das gehört hat, أشهد أن لا إله إلا الله. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. وأشهد أنك رسول الله. Und ich bezeuge, dass du der Gesandte Allahs bist. هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. Das ist eine Angelegenheit, bei der nur ich und Safwan anwesend gewesen waren. فوالله ما أنبأك به إلا الله. Weil bei Allah, der Einzige, der dich darüber in Kenntnis gesetzt hat, ist Allah, falhamdulillahi alladhi hadani lil Islam. Ja, alhamdulillah, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich zum Islam geführt hat. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt gemacht? Er hat den Islam angenommen und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihn direkt zu einigen der Muslimen geschickt, damit sie ihm den Islam beibringen. Also gleich Leute, die sich um ihn kümmern sollen. Eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Es ist häufig so, dass Leute zum Islam konvertieren und dann allein gelassen werden. Keiner kümmert sich um sie. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat eine ganz wichtige Tradition in seiner Zeit eingeführt. Nämlich, dass jeder, der Muslim wird, automatisch Brüder hat, welche sich um ihn kümmern. Und einer der Gründe, warum es viele Konvertiten gibt, die dann nach einiger Zeit plötzlich keinen Kontakt mehr haben zur muslimischen Community, ist, dass es niemand gibt, der sich wirklich um ihn kümmert. Der auch fragt, wie es ihm geht, der ihm den Islam beibringt. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo wir auch eine Verantwortung tragen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das selbst in die Hand genommen. Er hat ganz klar Leute bestimmt, welche sich dann um diese neuen Muslime kümmern.
Es ist auch unsere Verantwortung, dass wenn Menschen den Islam annehmen, dass wir sogenannte Patenschaften regelrecht einführen, dass ein, zwei Leute sich um diesen Bruder oder um diese Schwester kümmern, damit er erst einmal Kontakt hat, den Islam lernt, die Grundregeln des Islams lernt. Weil sonst gelangen diese Leute an irgendwelche Hochstapler, ja, welche ihnen dann gleich von vornherein Dinge erzählen, die mit dem Islam überhaupt nichts zu tun haben oder mit denen sich nur Gelehrte beschäftigen können. Ich kann mich erinnern, ja, einmal ist hier jemand Muslim geworden. Direkt am zweiten Tag hat er hier vor dieser Moschee von irgendwelchen Leuten, ja, eine Broschüre in die Hand bekommen, was die Dinge sind, welche den Menschen aus dem Islam austreten lassen. Er ist erst gerade Muslim geworden. Und dann gibst du ihm eine Broschüre in die Hand, wo es um Takfir geht, ja, wie man jemanden aus dem Islam ausschließt. Was ist das, bitteschön? Ja, wie soll er damit umgehen? Und ich glaube, auch dieser Jugendliche hat sich dann radikalisiert. Warum? Es gibt keinen richtigen Ansprechpartner. Man braucht Paten, man braucht Leute, die kümmern sich darum. Geh zu ihm, kannst ihn fragen, er hat Erfahrung. Er kann sich um dich kümmern, er kann dich in Kenntnis setzen über die wichtigsten Dinge, die du wissen musst in Bezug auf den Islam. Das ist unsere kollektive Aufgabe. Es ist eine Fortkifaya, ein Fortkifaya. Ja? Das heißt, eine kollektive Aufgabe, welche wir alle als Muslime tragen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu, ich sag mal, wenn das in 2 Minuten, oder? Ja. Umar ibn Khattab radiallahu anhu, als er Muslim wurde, er mochte ihn überhaupt nicht. Er mochte ihn überhaupt nicht. Und er sagte dann, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي, bei dem in dessen Hand meine Seele ist, لَخَنْزِيرٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عُمَيْرٍ. Also, dass ein Schwein sozusagen Muslim wird, wäre mir lieber gewesen, als dass Umayr Muslim wird. Ja? وَالْيَوْمُ وَلَهُوَ الْيَوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِي وَلَدِي. Guck mal, subhanallah. Aber heute, ja, obwohl ich ihn vorher so gehasst habe, ja, heute ist er mir lieber als einige meiner eigenen Söhne. Allahu Akbar. Und deswegen, was lernen wir daraus? Wir verabscheuen niemals einen Menschen als Mensch. Sondern dieser Mensch, der vielleicht sogar heute noch den Islam bekämpft, könnte irgendwann einmal dein Bruder werden. Ist schon erwähnt? Könnte irgendwann einmal dein Bruder werden. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Wir hatten das, glaube ich, letzte Woche gehabt. عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً. Es könnte sein, dass Allah Ta'ala zwischen euch und denjenigen, die euch vorher angefeindet haben, was stiftet? Mawadda, Zuneigung. Vorher war er dein Feind, jetzt ist er plötzlich dein Freund. Und deswegen wir verabscheuen nicht einen Menschen als Mensch, so etwas tun wir nicht. Sondern, wenn wir etwas verabscheuen für Allah, dann ist es die Tat eines Menschen. Aber dieser Mensch kann sich wandeln, dieser Mensch kann sich ändern. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie Umayr ibn Wahb Muslim geworden ist. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich dann um ihn gekümmert hat, indem er nämlich Leute bestimmte, welche sich um ihn kümmern sollen. Wie Umar ibn Khattab sich geändert hat in Bezug auf Umayr und sagte, also ein Schwein, ja, war mir lieber gewesen als Umayr. Ja, aber heute, subhanallah, nachdem er Muslim geworden ist, ist er mir lieber als einige meiner eigenen Kinder. Allahu Akbar. Wie sich das wandeln kann. Wie sich das wandeln kann. Und das zeigt diese Großartigkeit des Islam. Und es erklärt uns auch, wie wir bestimmte Hadithe und auch Koranverse richtig einordnen. Und dass wir niemals sagen können als Muslime, wir hassen Menschen, ja, bestimmte Menschen, wir verabscheuen Menschen, sondern dass wir, wenn überhaupt, Taten verabscheuen. Aber der Mensch an sich, er kann sich ändern, jederzeit. Und aus einem Abu Lahab kann theoretisch ein Abu Bakr werden. Genauso wie ja, aus einem Umar vor dem Islam, der den Islam bekämpft hat, ein Umar al-Faruq geworden ist. Oder aus einem Umayr, wie wir gesehen haben, dann jemand, der sich einsetzt für Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt schaut mal, was Umayr zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte. Er hat den Islam angenommen und er sagte, und hört euch diese Worte gut an, weil sie zeigen ein Bewusstsein, was heute bei vielen Muslimen fehlt. Und zwar sagte er, Ya Rasulallah, O Gesandter Allahs, Inni kuntu jahidan ala itfa'i nurillah. Ich habe alles getan, um das Licht Allahs zu löschen. شديد الأذى لمن كان على دين الله. Ich habe
denjenigen, welche die Religion Allahs angenommen haben, sehr viel Schaden zugefügt. Und dann sagte er, وَإِنِّي أُحِبُّ أَن تَأْذَنَ لِي فَأَقْدَمْ مَكَّةً. Und ich möchte, dass du mir die Erlaubnis gibst, nach Mekka zu gehen. فَأَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dass ich zu Allah, sie zu Allah einlade und zum Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala einlade, damit Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leitet. Damit Allah subhanahu wa ta'ala ihnen dieses Licht gibt. Und dann sagte er etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagte, وَاللَّهِ لَا أَدَعُ مَكَانًا جَلَسْتُ فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا جَلَسْتُ فِيهِ بِالْإِيمَانِ. Bei Allah, ich werde keinen Ort, wo ich im Kufr gesessen habe, im Unglauben gesessen habe, auslassen, außer dass ich an demselben Ort auch im Iman sitze. Also ich werde das ausgleichen. Ich werde mich anstrengen. Ich werde mich bemühen. Und diese Einstellung, die brauchen wir als Muslime. Die Einstellung, dass ich bereit bin, etwas zu tun. Ebenfalls, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich auch bereit bin, diesen Fehler auszugleichen. Und das ist eine der grundlegenden Voraussetzungen dafür, damit Allah meine Reue annimmt. Allah spricht immer wieder darüber. In Bezug auf diejenigen, die große Sünden wie beispielsweise Unzucht, Zina oder das Töten eines Menschen begehen. Was sagt Allah Ta'ala? Illa man tab, außer diejenigen, die bereuen. Aber einfach nur bereuen? Wa aman, und glauben. Und jetzt ganz, ganz wichtig. Wa amila amalan saliha, und rechtschaffen handeln, als Ausgleich. Ich habe was Schlechtes getan, also tue ich jetzt etwas Gutes. Ich bin mit meinem Unglauben, habe ich viel Schaden angerichtet. Jetzt will ich keinen Ort auslassen, wo ich Schaden angerichtet habe, außer dass ich versuche, auch dort etwas Gutes zu bewirken, als Ausgleich. Was ist mit denjenigen, die so handeln, die ausgleichen, ihre schlechte Tat ausgleichen? Und jeder von uns begeht schlechte Taten. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ. Denen wird Allah ihre schlechten Taten in gute Taten umwandeln. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. Und Allah ist vergebend und barmherzig. Und dann nochmal eine Bestätigung, der Vers direkt danach. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Und wer bereut und gut handelt. Rechtschaffen handelt. Also immer was? Ich versuche das auszugleichen. Und deswegen jedes Mal, wenn du eine Sünde begehst, versuch das auszugleichen. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Beispiel, damit wir das verstehen, dieses Prinzip des Ausgleichens? Er sagt in Bezug auf das Spenden, As-sadaqatu tutfi'u al-khati'a. Das Spenden löscht die Sünde. Kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Genauso wie das Wasser das Feuer löscht. Ein Ausgleich. Ich sündige, ich tue etwas Gutes. Ich versuche, das auszugleichen. Und genau dieses Prinzip hat er verstanden. Und er war gerade erst Muslim geworden, aber er hat schon dieses Verständnis gehabt. Er hat das Verständnis gehabt, ich muss was tun. Ich werde gebraucht von dieser Gemeinschaft. Gib mir irgendeine Aufgabe und ich bin bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, um Gesandter Allahs. Er brannte für den Glauben. Und genau dies brauchen wir ebenfalls. Wir müssen brennen für unseren Glauben. Wir müssen einfach dieses Bewusstsein haben, ich muss immer überlegen, was kann ich tun? Ich darf nie sitzen und sagen, ist es egal. Ich muss meinen Part haben in der Umma, ich muss meinen Part erfüllen. In diesem Mauerwerk, jeder hat seine Aufgabe. Bist du der Mörtel, bist du der Stein, was bist du konkret? Wo stehst du? Bist du ganz oben, bist du das Fundament? Bist du nur ein kleiner Stein? Wer bist du? Die Sahaba haben sich genau diese Frage gestellt. Mit dem Moment, wo sie Muslime geworden sind. Und diese Frage muss ich mir ebenfalls stellen. Jedes Mal. Safwan ibn Umayyah, er wartete immer noch auf was? Eine gute Nachricht aus seiner Sicht. Er wartete immer noch auf eine gute Nachricht aus Medina. Und die ganze Zeit fragte er, wann kommt der Umayyah? Ja, ich habe eine gute Nachricht, wartet nur ab. Und dann kam sozusagen die Nachricht, dass Umayyah, ja, Muslim geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob er dann wirklich nach Mekka gegangen ist. Ich glaube, er ist dann auch in Medina geblieben. Ja? Und auf jeden Fall hat daraufhin, ja, Safwan ibn Umayyah, als er das
gehört hat. Und das war wie ein Schlag in sein Gesicht gewesen, sein eigener Cousin, der eigentlich den Propheten töten wollte, wird jetzt plötzlich Muslim. Es war wie ein Schlag in sein Gesicht gewesen und er hat daraufhin geschworen, dass er nie wieder in seinem Leben mit seinem Cousin sprechen wird. Nie wieder. War einfach nur enttäuscht gewesen. Und dies hielt auch an. Es hielt an bis zu der Eroberung von Mekka. Wann war die Eroberung von Mekka gewesen? Haben wir das noch nicht besprochen, aber vielleicht wissen das einige, in welchem Jahr nach der Hijra. Wann war die Eroberung von Mekka? Ja? Ja? Ja, genau. Viele Jahre, so viel Zeit haben wir. Wir haben nur 10 Hijra-Jahre, also 8, richtig. Ja? Im 8. Jahr nach der Hijra. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt in Mekka an. Wer flieht aus Mekka automatisch? Safwan ibn Umayyah. Er hat Angst. Angst um sein Leben. Und nicht nur das, er hat keine Lust mehr zu leben. Eine Niederlage nach der anderen. Und jetzt auch noch Mekka. Ja? Und er machte sich auf den Weg nach Jeddah. Und jetzt kommt sein Cousin, der auch gleichzeitig sein Freund gewesen war, sein bester Freund. Und er ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Umayyah war aufrichtiger Muslim gewesen. Und er sagte, o Gesandter Allahs, ich bitte dich, Safwan ibn Umayyah Sicherheit zu geben. Und er meinte, du bekommst die Sicherheit für ihn. Es wird ihm nichts geschehen. Der Prophet hat ja ohnehin die Leute in Mekka, wir werden noch über die Eroberung von Mekka ausführlich sprechen, aber er hat ihnen ja freies Geleit gegeben und er hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es gab nur einige wenige, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für vogelfrei erklärt hatte. Wir werden auch erklären, warum. Aber Safwan ibn Umayyah gehörte nicht zu ihnen. Und Umayyah, wie gesagt, er bat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aber ihm nochmal extra explizit diese Sicherheit zu geben, dass Safwan ibn Umayyah nichts geschehen wird, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, huwa amin, er ist sicher, du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Aber Umayyah, er wollte unbedingt, dass Safwan wieder zurückkommt nach Mekka. Er wollte nicht, dass er auswandert, er wollte eigentlich in den Jemen oder dass er sich etwas antut. Und er sagte daraufhin zum Propheten, o Gesandter Allahs, gib mir ein Zeichen, dass er weiß, ja, dass er wirklich sicher ist und mit mir zurückkehrt. Und was machte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er gab ihm nicht irgendein Zeichen, er gab ihm seine Imame, mit der er in Mekka eingeritten ist. Er gab ihm seine Imame und sagte, das ist sozusagen mein Zeichen für dich, damit Safwan weiß, dass er in jedem Fall sicher ist, wenn er nach Mekka kommt. Und auf jeden Fall ging dann Umayr ihm hinterher und ritt ihm hinterher, bis er ihn eingeholt hat. Und er rief dann, ja Safwan, meine Mutter, mein Vater sollen für dich geopfert sein. Ja Allah, Allah, fi nafsik an tuhlika. Sozusagen, begib dich nicht ins Verderben. Ja, und hier hast du eine Sicherheit vom Gesandten Allahs. Ich habe sie dir extra mitgebracht. Safwan wollte erstmal nicht und sagte, hau ab, ich will mit dir nichts zu tun haben und ich werde mit dir nicht reden. Aber er hat ihn dann so lange überredet und hat ihm dann so lange aufgezeigt, dass ihm nichts geschehen wird und dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn in jedem Fall ehren wird, wenn er kommt, bis er sich dann darauf einließ und zurückkehrte nach Mekka. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er traf daraufhin zu Safwan und Safwan ging direkt zu ihm und sagte, ja, dieser hier, also Umayr, er hat ihm noch nicht ganz verziehen. Ja. Er behauptet, dass du mir Sicherheit gibst. Also, dass mir nichts geschehen wird. Er meinte, ja, richtig. Woraufhin dann Safwan ibn Umayyah sagte, dann gib mir 2 Monate Zeit, wo ich nachdenken kann. Er meinte, du hast 4 Monate Zeit. Du kannst machen, was du willst. Du kannst hierbleiben. Ja. 4 Monate kannst du tun und lassen, was du möchtest. Und kurz nach der Eroberung von Mekka kam es zu einer Schlacht. Welche Schlacht kam direkt nach der Eroberung von Mekka, weiß jemand? Ja, die Schlacht von Hunayn. Absolut richtig. Und in der Schlacht von Hunayn haben die Muslime Riesenbeute gemacht, unglaublich viel. Nur der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat er mit der Beute gemacht, mit der Ghanime? Er hat sie unter den 9 Muslimen verteilt und unter anderem auch unter denjenigen, die den Islam noch nicht angenommen haben. Und er hat den Leuten von Medina gar nichts gegeben. Die sind leer ausgegangen. Die Geschichte an sich ist nochmal eine interessante Geschichte, ja, über die wir noch ausführlich sprechen werden, inshallah. Und wer gehörte zu denjenigen, die sehr, sehr viele bekommen haben? Es war Safwan ibn Umayyah gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er gab ihm und
Daraufhin meinte Safwan, nachdem er das dann alles bekommen hat, meinte er, Laqad a'tani Rasulullah. Plötzlich sah Rasulullah. Der Gesandte Allahs, er hat mir gegeben, was er mir gegeben hat. وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ. Und ich habe ihn eigentlich am meisten gehasst. فَمَا بَارِحَ يُعْطِينِ حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ. Und er hat mir so lange gegeben, bis ich ihn am meisten geliebt habe unter den Menschen. Denn er überliefert bei Imam Muslim. Und das sind die sogenannten Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Diejenigen, deren Herzen man gewinnen möchte für den Islam. Ja, es gibt Menschen, deren Herzen für den Islam gewonnen werden mit Geld. Es gibt Menschen, deren Herzen für den Islam gewonnen werden mit Essen, mit leckerem Essen. Es gibt Menschen, die werden nur Muslime, ja, aufgrund der Gastfreundschaft der Muslime. Ja, weil sie sehen, oh, ich komme in die Moschee, es gibt immer Essen, es gibt immer Essen. Ja, sei Karim, sei Karim. Und sei dir sicher, du wirst viele Menschen erreichen. Vielleicht wirst du sogar deine Nachbarn erreichen, weil viele kennen das heutzutage nicht, ja, dass Menschen geben, einfach geben von sich aus. Viele kennen das nicht, dass ein Nachbar kocht und dann seinem Nachbarn etwas abgibt. Mach das! Und sei dir sicher, du wirst viele Menschen erreichen. Ob sie dann Muslime werden, ist eine andere Frage. Aber, ja, sei dir sicher, es gibt Menschen, deren Herzen du erreichen kannst, indem du ihnen einfach gibst. Und genau das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Nicht nur mit Safwan ibn Umayyah, sondern auch mit vielen anderen, welche dann alle angefangen haben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben, weil sie nämlich gemerkt haben, dass diese Religion eine Religion ist, wo es um Selbstlosigkeit geht. Ja. Der Prophet gibt, ja, obwohl sie vorher den Islam bekämpft haben, ja, und selbst nimmt er für sich überhaupt nichts und lässt sogar seine Gefährten, die ihm treu gewesen sind, ohne etwas zurück. Er hat ihnen natürlich dann später etwas gegeben, nämlich dass er mit ihnen zurück nach Medina zurückgekehrt ist. Und das ist das größte Geschenk für die Medinenser gewesen, obwohl Mekka zu diesem Zeitpunkt schon erobert gewesen war. Aber zunächst einmal haben sie gesehen, Allahu Akbar, er gibt wie jemand, der keine Angst vor Armut hat. Er gibt wie jemand, der keine Angst vor Armut hat. Und genau diese Einstellung, meine lieben Geschwister, benötigen wir in der Da'wah. Leider ist es heutzutage genau umgekehrt. Ich habe schon oft erwähnt, die Muslime, gerade in Europa, ich muss sagen, auch gerade in Deutschland, das haben wir beispielsweise in den USA nicht so, in anderen Ländern haben wir das nicht so, aber gerade in Deutschland gibt es viele Muslime, die nicht geben, sondern nur nehmen. Und welche sogar das damit begründen, dass sie sagen, ich möchte diesem Land nichts geben. Ich möchte dieses Land betrügen, diesen Staat betrügen. Die sagen das ganz offen. Und die finden das sogar gut und denken, sie machen damit etwas Gutes. Und nicht nur den Staat, sondern im Grunde genommen nehmen sie überall, aber sind nicht bereit, wirklich zu geben. Aber die Einstellung eines Muslims sollte immer was sein, dass ich gebe und nicht nehme. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sagt, al-yadul ulya khayrun min al-yadis sufla. Die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Die gebende Hand ist besser als die nehmende Hand. Jeder Prophet, er sagte zu seinem Volk, ich will von euch keinen Lohn. Und die meisten Propheten waren, wie gesagt, in dem Sinne, heute würde man sagen, selbstständig, unabhängig. Sie wollten keinen Lohn haben, sie wollten kein Geld haben, sie waren nicht abhängig gewesen, finanziell von ihrem Volk, sie waren keine Bettler gewesen, keine Bittsteller gewesen. Aber viele Muslime heutzutage sind Bittsteller, obwohl sie es gar nicht sein müssten. Ich rede nicht über Leute, die es sein müssen, weil sie nicht anders können, weil sie, weiß ich nicht, nicht arbeiten können, weil sie schwerbehindert sind oder eine Behinderung haben oder aus irgendwelchen Gründen auch immer arbeitslos sind. Krankheitsbedingt, wie auch immer. Darüber rede ich nicht. Ich rede aber über diese Einstellung. Ich will immer nur nehmen, aber ich bin nicht bereit, diesem Land etwas zurückzugeben. Und wie oft höre ich das? Unter Jugendlichen. Ganz einfaches Beispiel. Ja, sie leben hier, sind hier aufgewachsen, sie genießen das Schulsystem, ja, sie haben die Möglichkeit, hier kostenlos zu studieren. Ist das nicht selbstverständlich? Glaubt ihr, es ist selbstverständlich, kostenlos zu studieren? Kostenlos Bildung zu bekommen? Wisst ihr, in wie vielen Ländern man für Bildung, für gute Bildung, Geld bezahlen muss, und zwar viel Geld bezahlen muss? Du hast alles kostenlos. Und wenn es dann darum geht, ein ganz einfaches Beispiel, Deutschland als Nationalmannschaft in der Fußball-WM, ja, anzufeuern, selbst wenn sie gegen ein ganz anderes Land spielen, was nichts mit deinem Herkunftsland zu tun hat, dann heißt es, nee, ich bin immer für die anderen und immer gegen Deutschland. Wie oft habe ich das schon gehört? Das ist einfach so eine Einstellung. Es geht mir um die Einstellung. Ja? Wieso für Deutschland? Nein, ich bin immer gegen Deutschland. Warum bist du immer gegen dein eigenes Land, in dem du lebst? Das ist doch dein Land. Warum identifizierst du dich nicht zumindest auf dieser Basis mit deinem Land? Emotional zumindest. Ja? Und deswegen, wir als Muslime, wir müssen versuchen, genau diese Einstellung zu haben, dass wir geben und dass wir nicht nehmen.
Weil wenn diese Einstellung nicht vorhanden ist, dann merken das die Menschen. Dann merken die Menschen, das sind Fremdkörper, die versuchen wie Maden, sich sozusagen irgendwie einzunisten, aber sind nicht bereit, irgendetwas zu geben. Das bezieht sich nicht auf alle Muslime. Es geht über einen Teil, nicht über alle. Alhamdulillah, wir haben viel mehr positive Beispiele. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ja? Aber es gibt diese Einstellung, oder könnt ihr doch bestätigen, diese Einstellung gibt es. Ja? Und gegen diese Einstellung müssen wir vorgehen, gerade bei den neuen Generationen. Die Älteren können wir nicht mehr ändern, aber gerade die neue Generation, ja, die müssen wir erreichen, ja, dass sie diese Einstellung hat, ich bin derjenige, der gibt und nicht nur derjenige, der nimmt, der versucht zu profitieren. Dann werden wir auch die Menschen erreichen, bin ich mir ganz sicher, dann werden wir auch die Menschen erreichen. Weil dann werden auch viele Menschen das Gefühl haben, trotz der Medien, die immer gegen Muslime hetzen, dass die Muslime eine Bereicherung sind. Und nicht eine Last für die Gesellschaft. Herr, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das erreichen lassen. Amin, ya Rabbil Alameen. Wir werden jetzt heute nicht mehr über Qaynuqa, Banu Qaynuqa sprechen können. Weil das nochmal ein Thema für sich ist, was wir, weil das ist auch eines der Themen, was immer wieder dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorgeworfen wird, wie er sozusagen die jüdischen Stämme in Medina behandelt hat. Und deswegen müssen wir darauf etwas genauer eingehen und uns das etwas näher anschauen, insha'Allah ta'ala. Warum die Banu Qaynuqa aus Medina vertrieben wurden, ja, was die Gründe sind, die Hintergründe und auch allgemein, wie eigentlich die Muslime zu den Juden stehen. Wie sieht es eigentlich ganz konkret aus? Wie ist eigentlich unser Verhältnis zu den Juden? Weil es wird ja immer wieder den Muslimen vorgeworfen, sie seien antisemitisch. Es gibt sicherlich auch Antisemitismus unter Muslimen, gar keine Frage, gibt es. Ja, das können wir auch nicht verleugnen. Ja? Und es gibt auch einige Idioten, welche sogar Juden auf der Straße angreifen, nur weil sie eine Kippa tragen. Diese Idioten gibt es, das wissen wir. Ja? Und trotzdem müssen wir, gerade deswegen müssen wir wissen, wie ist eigentlich unser Verhältnis zu den Juden. Ja? Weil das eines der ganz, ganz wichtigen Themen ist, welches immer wieder aufgegriffen wird in den Medien, in der Schule. Und ich als Muslim muss ja wissen, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Und was mache ich mit einigen Vorwürfen, welche wir von Orientalisten haben oder von Islamkritikern haben? Ja, der Antisemitismus, der ist hausgemacht. Ja, das ist ja schon sozusagen aus der Zeit des Propheten. Ja, der hat ja schon damals ja die Juden hier alle vertrieben aus Medina. Ja, die ganzen jüdischen Stämme hat sie umgebracht. Ja, also das fängt ja schon bei ihm an. Ja, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir darauf eingehen. Aber das werden wir dann insha'Allah ta'ala ausführlich in der kommenden Woche machen. Insha'Allah ta'ala, wenn wir nämlich über die Vertreibung der Banu Qaynuqa aus Medina sprechen werden, insha'Allah ta'ala. Und dann versuchen wir auch, wenn noch Zeit übrig bleibt, die restlichen Ereignisse zu thematisieren zwischen Uhud und Badr oder Badr und Uhud. Falls nicht, dann müssen wir nochmal eine dritte, insha'Allah ta'ala, einen dritten Vortrag machen bezüglich dieser Ereignisse. Aber es gibt noch zwei andere Ereignisse, die ebenfalls wichtig sind und die auch immer wieder dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam vorgeworfen werden. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر